Ja, da sagst du natürlich was. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Wir werden auch gleich noch ein bisschen was zu sehen bekommen. Jetzt haben wir aber vorhin auch schon gehört, dass die Monate bei dir sehr, sehr voll sind. Das heißt, bis zu 41 Auftritten, glaube ich, hast du mir erzählt, habt ihr im Monat, was jede Menge ist. Erfolgskurve bei dir und dem Raymond, wenn du ins Horoskop blickst, geht es in der nächsten Zeit auch ja, so weiter? Ja, ich denke, dass wir vom Raymond noch sehr viel hören werden. Er hat momentan Jupiter, der hat immer mit Expansion, Erweiterung zu tun, hat er im Öffentlichkeitshaus. Das heißt, er wird noch mehr in die Öffentlichkeit treten, noch mehr in die Öffentlichkeit kommen, wie er eh schon ist. Und dann hat er für ganz viele Jahre Uranus in seinem Berufshaus. Der Uranus ist der Planet der Revolution, der ungewöhnliche Wege geht, der was ganz Neues entwickeln wird. Und das ist ja auch das Spannende an ihm. Und da, glaube ich, kann man ihm viel Erfolg wünschen. Wir wollen uns natürlich davon überzeugen, wie gut du tatsächlich das Tanzbein schwingst. Und wie gesagt, viel Spaß mit Raymond, Sveti und Conny. Bitte schön. Du bist die Schönste, die Größte, ist heilig für mich. Du bist ein Engel auf Erden und das nicht nur für mich, dass du noch da bist am Morgen. Ich fass das einfach nicht, ich weiß, dass ich dich nicht verdiene. Und dennoch liebst du mich. Das war dann sozusagen der erste Tanz. Ich muss da gleich noch